Und damit herzlich willkommen zurück in einer neuen Aufnahme in der ersten richtigen. Wir befinden uns jetzt in Kapitel 1. Und ja, in der letzten Aufnahme haben wir ja die Vorgeschichte ein wenig kennengelernt. Und befinden uns jetzt hier mit, sorry, dass ich den Namen gerade vergessen habe, es ist schon der nächste Tag. Zwei freundlichen Herren, genau. Auf dem Weg in die Vergangenheit oder befinden uns in der Vergangenheit. Und während ich hier laber, stelle ich gerade meine Stoppuhr ein. Das ist eigentlich der Grund, warum ich so viel laber hier gerade. Nein, ich möchte mir die neue Stoppuhr nicht kaufen. Reset. Und so. Da wollen wir mal. Hallo 2050. Kaum vorstellbar, nicht? Wir sind wirklich in der Vergangenheit. Ja, wow, wirklich. Also. Wow. Man kann ja den Himmel sehen. Und die Luft atmen. Igitt! Die Luft schmeckt seltsam. Bleiern. Irgendwie hatte ich mir die goldene Vorzeit anders vorgestellt. Nicht so schmutzig. Hoffentlich sind die anderen Teams nicht auch auf einer Müllkippe gelandet. Wir sollten gleich loslegen. Seit wann bist du so pflichtbewusst, Faye? Hat dich der Zeitsprung verändert? Aber du hast recht. Bau schon mal die Zeitfunkantenne auf. Ich schaue mich so lange um. Nigel? Was ist denn noch? Was soll ich genau machen? Oh, die Zeitfunkantenne aufstellen natürlich. Hast du bei der Einsatzbesprechung geschlafen? Die Antenne liegt im Staufach der Kapsel. Eine Anleitung sollte es da auch geben. Ich hätte damals wirklich nicht schwänzen sollen. Gibt es noch etwas, das du wissen willst? Ja, natürlich. Was soll ich? Habe ich schon... Wie wäre es denn... Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du den Zeitfunk aufbaust? Du wurdest ausgebildet, das Zeitfunkgerät zu bedienen, nicht ich. Sonst noch was? Ja, ich wurde nicht ausgebildet, also... Wie lautet unsere Mission eigentlich im Einzelnen? Wir suchen die politischen Führer, stellen sie zur Rede und überzeugen sie, vernünftiger mit unserem Planeten umzugehen. Das ist der Plan? Das ist der Plan, ja. Wieso? Weil die vielleicht... Klingt naiv, klingt gut... erstmal das. Klingt ein wenig naiv. Es geht um das Überleben der Menschheit. Um die Zukunft des ganzen Planeten. Natürlich werden sie uns zuhören. Ist sonst noch was? Vielleicht verstehen sie es aber auch noch nicht. Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du den... Was haben wir ja schon? Sonst noch. Was soll ich nur machen? Wie wäre es, nichts? Nichts. Bis später. Ich bin gleich wieder da. Spiel mir jetzt den Herrn, oder? Ich glaube kein einziges Wort dieser Verrücktheit. Hör mir doch erstmal zu, Bent. Absurd. Ich sollte also die Zeitfunkantenne errichten, um die anderen Teams zu kontaktieren. Zeitkapsel. Hey! Klappe ansehen. Die Klappe zur Ladefläche. Ah, öffnen. Koffer. Die Zeitfunkantenne. Platzsparend verpackt und in all ihre Komponenten zerlegt. Ich dachte, das ist ein Koffer. Okay, nehmen wir. Jetzt muss ich nur noch einen Platz finden, an dem ich sie aufbauen kann. Haben wir hier noch... Was haben wir hier? Armaturen? Ansehen? Wir haben viel mehr Energie verbraucht als erwartet. Hoffentlich reicht sie noch für einen zweiten Sprung. Überprüfen. Täterkontrolle. Check. Atomofen. Check. Hüllenintegrität. Check. Und? Nicht ohne Nigel. Wohin sollte ich auch springen? Okay, dann haben wir hier sonst noch... Zylinder, was bist du denn? Die Energiezellen der Zeitkapsel werden über den Svensson gespeist. Er funktioniert rein biologisch. Blaualgen erzeugen aus Luft und Wasser energiereichen Wasserstoff. Mit dieser Technologie hätte der Klimakollaps leicht verhindert werden können. Okay. Von außen sieht er unbeschädigt aus. Und? Der Ladezustand ist sehr niedrig. Ungefähr 15%. Und Svensson. Mal schauen, das ist der Svensson. Er erzeugt Bioenergie aus Blaualgen. Der Svensson brummt friedlich vor sich hin. Ansonsten ist da nach außen hin nichts Außergewöhnliches zu erkennen. Na, mal schauen, ob da was drin oder irgendwas steckt hier. Hä? Jetzt sieht das jetzt... Wie hat sie da... Hören Sie doch auf, mich auf den Arm zu nehmen. Die Alge kann für so einen... Gerät niemals genug Energie erzeugen. Sie kann nicht nur, sie wird auch. Okay. Die Kontrollen sind alle im normalen Bereich.
Okay, und wieder den Svensson kann ich nicht einstecken. Er ist fest montiert, um eine ständige Energieversorgung der Zeitkapsel zu gewährleisten. Okay, dann schieb ihn wieder rein. Kann sie nicht. Den Svensson erst fest... Okay, gut. Noch ein Zylinder, Armaturen. Ich habe jetzt Amateur gelesen, als ich das hier... Okay, gut. Noch irgendwas? Atomofen. Das ist der Atomofen. Das Herzstück der Zeitkapsel. Ihre Kapsel ist also doch mit Atomenergie betrieben? Nein, der Atomofen wird nur für den Zeitsprung genutzt. Die Kapsel selbst wird vom Svensson betrieben. Die Versiegelung scheint zu halten. Gut so. Alles klar, und... Ich kann den Reaktor nicht so kurz nach einem Zeitsprung öffnen. Die automatische Versiegelung lässt das nicht zu. Was auch ganz gut so ist. Die Gefahr, verstrahlt zu werden, ist zu groß. Sehr gute Idee. Dann gehen wir mal nach draußen. Und schauen mal, wo wir jetzt die Stahlträger... Zeitkapsel, hier geht's runter. Ich glaube... Der sieht einigermaßen stabil aus. Andererseits hätte ich das wohl auch gesagt, als er noch an der Decke hing. Wahrscheinlich. Bam, 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 bam. Das kann doch nicht. Die ganze Stadt ist zerstört. Können wir uns wirklich so geirrt haben? Hoffentlich sieht es bei den anderen Teams besser aus. Sind wir etwa schon zu spät gekommen? Hier ist alles verloren. Wir sind zu spät. Haben wir jetzt einen Zeitsprung geirrt, oder? Gab's damals einfach auch noch nie... War es auch schon so? Mal sehen. Glatter Untergrund... Na, der Zeitkapsel, frei zu allen Seiten. Das ist der ideale Platz, um die Zeitfunkantenne aufzubauen. Die ganze Stadt ist zerstört. Das heißt, entweder wir sind, haben uns doch in der Zeit geirrt. Na, dann wollen wir mal. Okay. Alles, was ich benötige, müsste im Koffer liegen. Dann wollen wir mal schauen. Fuß. Ich glaube, man konnte den Antennenfuß irgendwie ausklappen. Ah. Antenne. Koppler. Nein, das passt hier nicht. Ja, vielleicht können wir den Koppler ja... Nein, das passt... Okay, gut. Wir haben das T-Stück. Nein, das passt hier... T-Stück. Nein, das... Was ist das? Die Sicherung. Die Sicherung kommt auch hier rein. Genau. Das Kabel kommt... Nein, das passt... Ah, hier in den Schalter. Nein, das... Nee. In die? Nein, das... Sicherung. Nein, das... Ah, alles klar. Wenn das T-Stück müsste theoretisch... Nein, das passt... Müsste das nicht hier drauf, oder? Muss der Koppler jetzt wirklich hier drauf? Das habe ich doch vorhin schon mal ausprobiert. Nein, das... Nee. Nein. 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 Fuß? Nein, das... Okay, T-Stück. Nein, das... An den Schalter Nein. auch nicht, wäre sinnlos. An den Nein, Fuß das... auch nicht. Oh. Wenn ich das nochmal hier reinpacke und dann erst das T-Stück anbringe? Nein, das... Oder hast du es? Nein. Ach Quatsch, das ist ja gerade das T-Stück gewesen, aber... Egal, also das kommt hier rein. Nein, das... Vorher reinlegen, bringt auch nichts. Sicherung kommt also hier rein, das ist okay. Antenne, Schalter, Sicherung, Ring... Soll ich denn den Ring anschließen? Nein. Passt das Kabel vielleicht in den Ring drin? Nein, das... Wäre auch Schwachsinn gewesen. Empfänger? Hä? Nein, das... Was? Empfänger? Nein, das...
Alles klar, okay. Nein, das passt. Nee, das passt nicht. Nein, das. Warum sollte das Kabel da nicht reinpassen? Kann das T-Stückchen oben drauf? Hier ist nichts da drin jetzt, gell? Doch, was ist? Kupus? Was sind denn Kupusse? Da sitzt noch die Antenne drauf. Was soll ich denn mit so vielen Kubussen? Hä? Oh nein. Mensch. Ich lege mir das Palais hier raus jetzt. Nein, ich will nicht zurück. Nee. Kubus. Was soll ich mit diesen Kubus-Dingern? Nein, das passt hier nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Nein, das passt. Es gibt auch keine Anleitung dazu, gell? Ach, Anleitung. Lol. Okay, das Ding muss da dran. Das T-Stück muss doch da dran. Oder, Moment. Und da muss ich ganz kurz niesen. Das ist dieses... Hä? Bin ich blöde? Das muss doch hier hoch. Nein, das... Natürlich passt das da. Genauso wie dieses Kabel da dran kommt. Nein. 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 So, ich habe jetzt das Kabel überall probiert. Das geht also gar nichts. Alles klar. So, hier ist der Fuß. Dann haben wir hier diesen Ring. Dann der Stab. Muss ich erst das Ding jetzt anschließen? Nein, das... Nein. Ich fühle mich verarscht. Nein. Kabel in Sicherungen passen also auch nicht rein. Wäre ja auch Schwachsinn. Es tut sich nichts. Nein, das geht selbstverständlich. Das ist ja Schraubverschluss. Das ist ja logisch, dass das hier reinkommt. Nein, das... Das passt ja auch nicht. Nein. Die Kabel kommen hier oben. Das ist das T-Stück. Müsste theoretisch eigentlich hier hochkommen. Ach, die Antenne kann ich nochmal ausfahren, oder was? Schalter. Es tut sich nichts. Wenn ich die Sicherung einbaue. Alles klar, okay. Dann kommt da oben jetzt das T-Stück dran. Das Ding kommt jetzt hier in die Antenne. Da sitzt noch das T-Stück. Ach so. So, jetzt kommt das da dran. Das T-Stück kommt jetzt hier oben dran. Dann kommt das erste... Ja, man muss es ausfahren. Nein, das passt hier nicht. Was nicht? Nein, das passt hier nicht. Das T-Stück muss bestimmt noch was ausfahren. Okay, hauen wir mal das Ding hier dran. Nein, das geht auch nicht. T-Stück, Kabel und da müssen noch die Kuben dran. Nein, das... Ich weiß nicht, ob man das Kuben nennt, aber es sind ja mehrere, also eigentlich theoretisch schon. Na, das sind 9, warum haben wir nur 6? Also 9 auf jeder Seite. Das T-Stück muss ausgefahren sein. Kabelbuchse. Nein, das passt. Kabelbuchse? Kabel? Nein, das passt hier nicht. Warum passt das nicht? Es tut sich nichts. Ah, jetzt da war auch ein Knopf dran, alles klar. So.
Nein, da... Und jetzt die Kuben noch... Nein, das... Hier... Kabel. Und da, hier müssen die Kuben dran. Nein, das... Nein, das passt... Nein, das... Ausgefahrene Antenne. Nein, das... Hier oben sind die Kuben. Hier ist das... Ich bin leicht verwirrt. T-Stück ausgefahren. Überspringen geht also auch. Nein, das... Kann das T-Stück nochmal ausfahren? Oh. Oder soll ich das erst an den Kubus anschließen? Nein, das... Nein. Oder das T-Stück erst an den Kubus? Nein, das...